Hallo Kameramagier, heute zeige ich dir diesen Batman Motten Vogel Schmetterlings Dissolve. Naja, du hast das Intro gesehen. Das, was du dir vor allen Dingen aus diesem Video mit rausnehmen wirst, ist folgendes: wie du Partikelsysteme mit 3D verbindest und dadurch unendlich viele Möglichkeiten schaffst. Okay, auf geht's! Okay, also in DaVinci Resolve suchen wir uns zuallererst eine Fusion Composition und ziehen die in unsere Timeline. Dann gehen wir in Fusion rein und erstellen uns mit Shift Space ein Text Plus und eine Image Plane 3D. Diese Image Plane wird später noch wichtig, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den Text, indem wir ihn so einstellen, wie wir ihn haben wollen, also Font und Größe anpassen. Anschließend suchen wir uns ein Polygon Tool raus, mit dem wir dann eine Maske um unseren Text herumziehen und das Center Keyframe, indem wir auf die schöne Raute-Taste klicken, ein paar Frames in der Zeit nach vorne gehen und das Ganze zur Seite ziehen. Jetzt haben wir einen Text, der wegwischt. Yay! Dem kannst du auch noch eine Soft Edge geben. Als nächstes markieren wir uns den Text und das Polygon und machen mit STRG C und STRG SHIFT V eine Instanz daraus. Eine Instanz ist nichts weiter als eine gekoppelte Kopie, die alles übernimmt, was in der anderen vorherrscht. Aber wir müssen noch ein, zwei Dinge ändern. Und zwar hier oben unter Solid klicken wir mit Rechtsklick drauf und Deinstanzen. Damit entkoppeln wir das Solid. Und das gleiche machen wir auch noch bei Border Width. Anschließend stellen wir die Border Width so ein, wie wir sie haben wollen. Dieser Bereich wird also nachher das, woraus unsere Schmetterlinge, Fledermäuse, was auch immer, dann generiert werden. Deswegen wählt ihn nicht zu dick. Okay, als nächstes brauchen wir noch einen Particle Emitter. Wir suchen uns also einen P-Emitter aus und einen P-Renderer raus, denn bei Partikelsystemen braucht man immer diese beiden Nodes, wie ich bereits in dem Tutorial erwähnt habe, was ich da oben verlinkt habe, falls du ein bisschen tiefer einsteigen willst mit Partikelsystemen. Und stellen den so ein, wie wir ihn haben wollen, indem wir einfach unten bei Rotation und Spin den Always Face Camera Haken rausnehmen und Rotation Relative to Motion einstellen. Das ist wichtig, damit die Fledermäuse, Schmetterlinge, was auch immer du nimmst, später nicht immer in eine Richtung gucken. Als nächstes gehen wir in den Regionen-Tab, wo wir dann von Sphere auf Bitmap umstellen und jetzt haben wir einen neuen Input bekommen, den wir mit unserer Textinstanz verbinden. So, jetzt suchen wir uns eine Merge 3D raus und verbinden diese sowohl mit dem Renderer als auch mit unserer Image Plane. Und wenn wir uns das jetzt angucken, haben wir den Partikel Wipe, also ein Text, der sich selbst auflöst und in Partikel verwandelt. Aber unsere Partikel fliegen noch nicht weg und das können wir einfach beheben, indem wir eine P-Directional Force zwischen den Emitter und den Renderer einfügen und den Winkel von minus 90 auf 90 stellen. Anschließend kannst du dir noch eine P-Turbulence Force mit dazu holen und sie hinter der P-Directional Force einfügen, um einfach ein bisschen mehr Natürlichkeit zu schaffen. So, damit haben wir einen richtig schönen Particle Dissolve. Aber wo sind eigentlich unsere Fluttermänner? Also unsere Insekten, Fledermäuse, Vögel, Schmetterlinge, was weiß ich. Und die holen wir uns jetzt. Such dir aus dem Internet am besten Pixabay oder Pexels ein schön frontal fotografiertes oder gemaltes Bild eines Tieres mit Flügeln, was du haben willst. Ich nehme mir jetzt hier die Motte. Die ziehe ich mir anschließend in mein Projekt und hole mir noch eine Polygon-Line dazu. Ich wähle das Polygon-Tool aus und ziehe um eine Hälfte meines Flutter-Viehs eine Maske ringsrum. Anschließend verbinde ich das Ganze mit dem blauen Input bei dem Media-In und jetzt habe ich eine freigestellte halbe Motte. Yay, cool! Als nächstes hole ich mir eine Image-Plane 3D. Und oben unter Translation Controls möchte ich auf jeden Fall meinen Pivot Point genau an die Linie der Mitte der Motte setzen. In meinem Fall nutze ich dazu den X Offset im Pivot. Anschließend kann ich das Ganze flattern lassen, indem ich die Rotation unter der Y-Achse verändere. Dazu gehe ich an den Anfang, setze einen Keyframe, gehe 5 Frames nach vorne und setze einen weiteren Keyframe, indem ich das Ganze einmal nach unten bewege. Merkt ihr die 5 Frames? Anschließend gehe ich in die Splines und lasse mir die Keyframes für die Y-Bewegung anzeigen, markiere beide
und mit Shift S smooth ich die aus. Anschließend klicke ich mit Rechtsklick drauf und unter Set Loop Ping Pong kann ich jetzt das Ganze flattern lassen, ohne noch mehr Keyframes zu zeichnen. Yay, Automatisierung for the win. Okay, aber wir brauchen doch ein ganzes Insekt. Und das holen wir uns, indem wir anschließend ein Duplicate 3D mit dazu holen. Hier in dem Duplicate 3D möchte ich zuallererst unter Rotation die Y-Rotation auf minus 180 stellen und dadurch habe ich die andere Hälfte. Aber wie du hier siehst, erstens flattert das ganze Ding irgendwie komisch und zweitens habe ich noch eine Riesenspalte in der Mitte. Die Riesenspalte kriege ich heraus, indem ich unter Translation den X-Offset näher zusammenbringe. Und das Flattern kriege ich raus, indem ich mir die gemerkten 5 Frames, die meine Animation dauert, genau im Time Offset einstelle. Das heißt, hast du deine Animation des Flatterns für 20 Frames gemacht, musst du da 20 einstellen. Und schon haben wir eine flatternde Motte. Yay. Aber wie kriegen wir das Ganze jetzt in unser Particle-System? Dafür nutzen wir die Node Replicate 3D. Die holen wir uns und fügen sie hinter unserem Particle-Render ein und verbinden das Ganze mit unserem Duplicate 3D. Okay, hier muss ich noch kurz einhaken. Diese Replicate 3D Node nimmt quasi alle Vektorinformationen aus dem Partikelsystem und überträgt sie auf Kopien von deinen Motten, also von deinen 3D-Elementen. Was ziemlich cool ist, weil du kannst nämlich jetzt Folgendes machen. Du kannst die Partikel ändern und du kannst die 3D-Objekte ändern, wenn du Bock hast. Bam! Und das schafft unendlich viele Möglichkeiten. Du siehst, warum ich dieses Tool liebe. Okay, schauen wir weiter, wie es in DaVinci Resolve weitergeht. Nachdem wir das jetzt eingefügt haben, sorgt diese Node einfach dafür, dass überall da, wo Partikel waren, jetzt unsere 3D-Objekte, also unsere Motten sind. Okay, aber in meinem Fall ist es noch ein bisschen zu groß. In der Replicate 3D Node kann ich unter Scale die Größe anpassen, damit ich auch das richtige Maß an Motte habe. Wir möchten auf jeden Fall noch die Ausrichtung unserer Partikel auf die Motten übertragen und deswegen stellen wir hier oben im Replicate 3D unter Alignment auf TBN Aligned ein. Aber die Motten schlagen alle gleichzeitig mit den Flügeln und das kann ich in der Replicate 3D im zweiten Tab unter Jitter Time Offset beheben. Indem ich den Time Offset leicht nach oben ziehe, kriegt jetzt jedes Partikel, was gespawnt wird, einen leichten Zeitversatz. Deswegen schlagen sie nicht mehr ganz so uniform zu, aber es braucht enorm viel Rechenkapazität. Deswegen überleg dir das gut, ob du das jetzt noch mit einbauen möchtest. Okay, zu guter Letzt brauchen wir noch ein Render 3D. Und in dem Render 3D müssen wir auf OpenGL stellen, damit wir unsere Partikel überhaupt sehen. Wenn du deine Maschine noch so richtig schön belasten willst, dann stellst du am besten noch den Motion Blur auf 6 oder 7, damit du zwar realistische Bewegungen hast von deinen Motten, aber deine Renderzeit ins Astronomische katapultierst. Okay, wenn dir dein Renderbild zu weit weg von der Kamera erscheint, dann gehst du einfach in die Merge 3D und klickst bei Z Translation auf 1.32 ein. Und wo wir gerade dabei sind, Dinge noch ein bisschen hübscher zu machen, kannst du auch noch eine Shape 3D, eine Plane einfügen, diese in der Z-Koordinate weit nach hinten schieben, die Scale erhöhen und hast einen Background. Anschließend fügst du noch ein paar Point Lights ein und stellst hier den Decay auf Linear oder Quadric. All diese ganzen Sachen, die wir jetzt hinzugefügt haben, also Shape 3D und Point Lights, kannst du einfach mit dem Merge 3D verbinden. Anschließend musst du noch im Render 3D Lights and Shadows aktivieren und schon hast du ein geiles Intro. Okay, ansonsten gibt's von mir nur zu sagen, viel Spaß damit, denn du könntest natürlich auch dein Jackett aufmachen und Partikel, also Fledermäuse, spawnen lassen. Und bis zum nächsten Mal, Kameramagier in Ausbildung.